Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial von Meine Backbox. Heute backen wir leckere Osternest-Tartlets. Der dunkle Mürbeteig, der ganz ohne Butter auskommt, harmoniert wunderbar mit der fruchtigen Orangencreme und das Finish setzt du mit den bunten Eiern in einem Schokoladennest. Du brauchst dazu aus deiner Box die Valrhona Milchschokolade Chivara 40%, Backöl Exquisit von Biodo, Milchmädchen gezuckerte Kondensmilch, Clintwort Osa und die Joghurt-Eier von Bodeta. Als erstes stellen wir den Mürbeteig ohne Butter her. Dazu benötigst du Zucker, eine Prise Salz und Backkakao, vermischt mit Mehl, sowie Eiweiß, Backöl und heißes Wasser. Alle Zutaten erst mit dem Knethaken verkneten. Und gegen Ende nochmal mit den Händen kneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Den Teig zwischen zwei Lagen Backpapier legen und ausrollen, bzw. auch eher ausstreichen, so wie ich es hier mache. Der Teig sollte ca. 3 mm dick sein. Dann mit einem kleinen Schüsselchen, einem Glas oder ähnliches ca. 10 cm große Kreise ausstechen. Die Teigkreise dann auf ein herumgedrehtes und eingeöltes Muffinblech geben. Den Teig dabei auf der Oberfläche abrollen und dabei festdrücken. So gelangt keine Luft zwischen die glatte Oberfläche und den Teig, was beim Backen später zu einer Wölbung führen würde. Die überstehenden Ränder dann einfach nach unten fest andrücken und so Körbchen formen. Die Höhe der Teigränder sollte überall ungefähr gleich sein, also darauf ein wenig achten. Im auf 170 Grad Umluft vorgeheizten Backofen für 10 Minuten backen. Wenn du ein zweites Muffinblech besitzt, kannst du dieses auch auf das andere stellen, sodass die Körbchen auf jeden Fall gleichmäßig backen. In der Zwischenzeit die Orangenmasse anrühren. Dazu einfach Milchmädchen zusammen mit Eigelben und Orangensaft verrühren. Die Masse sollte homogen sein und ist auch recht flüssig, also nicht wundern. Nach der Backzeit die Körbchen nur kurz abkühlen lassen und dann mit vorsichtigen Drehbewegungen vom Blech lösen. Die Körbchen auf ein Backblech stellen und die Orangenmasse einfüllen. Im 150 Grad heißen Ofen bei Umluft für 12 bis 13 Minuten backen. Die Masse ist nach dem Backen noch recht wackelig. Das ist aber genau richtig. Sie sollte nur nicht mehr fließend sein. Die Tartlets nun komplett abkühlen lassen. Um die Nester aus Schokolade herzustellen, brauchst du eine kleine Schüssel mit kaltem Wasser, Eiswürfeln und etwas Salz. Geschmolzene Schokolade in einen Spritzbeutel füllen und einfach ca. 4 bis 5 cm große Kreise mehrfach auf das kalte Wasser und die Eiswürfel aufspritzen. Durch die Kälte wird die Schokolade sofort fest und eine Neststruktur entsteht dabei. Die Schokooberfläche noch vorsichtig unter Wasser drücken und dann entweder auf einem Backpapier zum Trocknen kühl zur Seite stellen oder direkt zum Servieren auf die Tartlets setzen. In die Nester noch jeweils 3 Eier setzen. Die Valrhona Schokobohnen eignen sich auch super als Hasenohren-Deko. Diese daher einfach je 2 Stück in die Tartlets stecken. Nach Wunsch auch noch mit den Eiern verzieren. So hast du süße Osternester mit Eiern und Häschen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Mitbacken. Hinterlass uns doch einen Kommentar, wie dir das Rezept gefallen hat und abonniere unseren Kanal, damit du kein Rezept mehr verpasst. Bis dann, tschüss!